Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 2, Regierungserklärung des Hessischen Ministers für Soziales und Integration betreffend Beiträge runter, Qualität rauf. Hessen investiert in die Kinderbetreuung wie noch nie. Redezeit 20 Minuten für die Fraktion, Orientierungsredezeit für den Herrn Minister. Die Reihenfolge der Redner füge ich nachher noch einmal hinzu. Herr Minister, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Diese Landesregierung unterstützt und entlastet Familien. Wir kümmern uns darum. Wir kümmern uns darum, dass es Ihnen gut geht. Wir stehen Ihnen zur Seite, damit Sie Beruf und Familie vereinbaren können. Dafür haben wir in den vergangenen Jahren viel getan. Und jetzt ist ein weiterer Meilenstein hinzugekommen, die Beitragsfreistellung im Kindergarten. Es passiert ja nicht allzu oft, dass man als Politiker gelobt wird. Aber ich zitiere kurz auf ein paar Briefen, die mir zugegangen sind. Da heißt es z.B., besser kann man Geld nicht anlegen, so muss es bundesweit werden. Einige gehen sogar so weit zu sagen, dass sie dann jetzt doch nach Hessen ziehen sollten. Sie sind uns herzlich willkommen. Aber gerade auch in persönlichen Gesprächen haben Eltern mir gesagt, wie froh sie über diese Entlastung sind. Ja, der kommt gleich noch. Meine sehr verehrten Damen und Herren, alle Kommunen sind an Bord. Seit dem 1. August sind die Eltern in Hessen in aktuell 419 Kommunen für 6 Stunden täglich von den Kindergartenbeiträgen freigestellt. Von den 4 Kommunen, deren Anträge derzeit noch fehlen, haben wir das Signal, dass sie rechtzeitig bis zum 1. September den entsprechenden Antrag stellen werden. Damit haben wir erreicht, dass flächendeckend in Hessen alle Familien mit Kindern im Kindergarten entlastet werden. Das ist ein toller Erfolg für Eltern, für Familien, für deren Kinder, aber auch für das gesamte Land. Was heißt das? Was heißt das konkret? Konkret heißt das, dass z.B. in der Stadt Frankfurt, die von den gesamten Kindergartengebühren befreit, Eltern bis zu 1.776 € im Jahr für jedes Kind sparen. Das sind weit über 5.000 € in 3 Jahren, meine Damen und Herren. Oder in Offenbach. Dort kosten längere Betreuungszeiten 22,50 € pro Stunde. Das heißt, die Eltern sparen für die 6 Stunden 135 € im Monat. Für 8,5 Stunden Betreuung belaufen sich die Kosten nur noch auf 56,50 € im Monat, meine Damen und Herren. Wir sind uns doch alle, egal auf welcher Seite des Parlaments wir sitzen und welcher Partei wir angehören, einig, dass mehr Geld für Familien, Entlastung der Eltern und die Steigerung der Qualität wichtige Bausteine einer guten Kinderbetreuung sind. Und genau das haben wir erreicht. Unser Modell der Beitragsfreistellung bedeutet für die Eltern nicht nur eine erhebliche Ersparnis und erleichtert ihnen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Sie ist auch gerade für Alleinerziehende eine große Hilfe. Und was mir besonders wichtig ist, es schafft für junge Paare eine Perspektive. Ich bin mir sicher, dass junge Menschen nun beruhigter in die Zukunft blicken. Sie können sich früher dafür entscheiden, eine eigene Familie zu gründen. Auch das, lassen Sie mich ganz klar sagen, ist Ziel unserer Politik. Wir möchten, dass sich Paare wieder trauen, frühzeitig Kinder zu bekommen und ihre berufliche Karriere trotzdem weiterverfolgen können. Meine Damen und Herren, die Entlastung von Familien durch die Beitragsfreiheit lassen wir uns auch etwas kosten. Im Doppelhaushalt 2018-2019 stellen wir 440 Millionen € dafür bereit. Die Hessische Landesregierung hat in den vergangenen Jahren gut und verantwortungsvoll gewirtschaftet. Das erlaubt es uns jetzt, die hessischen Eltern erheblich zu entlasten. Und wir werden diesen Weg weitergehen, sobald das Geld für weitere Schritte im Haushalt zur Verfügung steht. Es macht doch keinen Sinn, heute Schulden zu machen, um Eltern noch mehr zu entlasten, um dann deren Kindern und Kindeskindern diese Lasten wieder auf den Rücken zu packen. Wir haben immer gesagt,
dass wir die Eltern von den Kita-Beiträgen befreien wollen, aber erst, wenn es die Haushaltslage erlaubt. Das ist jetzt der Fall, und so werden wir auch in Zukunft handeln. Meine Damen und Herren, ich will aber nicht verhehlen, dass es neben den vielen positiven Rückmeldungen auch kritische Briefe gegeben hat. Briefe, in denen Eltern ihren Ärger ausdrücken und deren Ärger ich auch teile. Sie berichten mir, wie einzelne Kommunen teilweise nun ihre Gebühren erhöhen, um in den über die 6 Stunden hinausgehenden Zeiten, ich sage es mal ganz salopp, richtig zuschlagen zu können. Diese Ausreißer sind ein starkes Stück. Die Kinderbetreuung ist und bleibt, dessen müssen wir uns immer wieder vergewissern, eine ureigene Aufgabe der Kommunen. Und ich gehe davon aus, dass sich die Kommunen auch ihrer Verantwortung, auch der Verantwortung den Eltern und Kindern gegenüber bewusst sind. Wir als Land bieten hier durch die Landesförderung Unterstützung an. Und viele positive Beispiele aus den Kommunen zeigen ja, wie es geht. Seligenstadt zum Beispiel hat die Gebühren im Kindergarten komplett abgeschafft. Auch Heusenstamm will künftig, dass Eltern auch über die 6-stündige Betreuung hinaus keine Beiträge mehr zahlen müssen. Und der dortige Bürgermeister Öztas hat ausdrücklich hervorgehoben, dass die Landesförderung die bisherigen Einnahmen durch die Elternbeiträge fast komplett kompensiert. Kommunen in ganz Hessen, von Stadt Allendorf über Rödermark und Offenbach bis nach Messel, haben der Öffentlichkeit berichtet, wie viel Geld Eltern nun in den Kindergarten sparen. Daran sehen Sie, in sehr vielen, in den meisten Kommunen reicht die Landesförderung, um die Gebühren komplett zu erlassen oder sich gegenüber den Eltern und ihren Familien auch fair zu verhalten. Andere nutzen aber die Gelegenheit, um ihre Beiträge zu erhöhen. Dafür fehlt mir in der Tat jedes Verständnis. Meine Damen und Herren, insgesamt investieren wir im laufenden Doppelhaushalt rund 1,5 Milliarden € für die Kinderbetreuung. Das ist viel Geld. Und meine Damen und Herren von der hessischen SPD, die Sie das Thema Kinderbetreuung immer wieder neu für sich entdecken, wenn eine Wahl ansteht, so viel Geld wie von uns wurde noch nie in die Betreuung unserer Kinder investiert. Unter Ihrer Verantwortung, in der Frage des Kollegen Boddenberg war das ja eben schon einmal zu entnehmen, also im Jahre 1999 war Ihnen die Kinderbetreuung gerade einmal 65 Millionen € wert. Wir investieren im Doppelhaushalt 2018-2019, ich sage es noch einmal, 1,5 Milliarden €. Wir werden die Mittel in 2019 gegenüber 1999 mehr als verzwölffacht haben. 12-mal mehr für unsere Kinder, 12-mal mehr für unsere Familien, 12-mal mehr für unser Land. Was will uns die Opposition erzählen? Was sie zunächst gemacht hat, ist, einen Stufenplan vorzulegen, der in einem ersten Schritt das zweite Kindergartenjahr für 5 Stunden täglich freistellen sollte. Später sollte dann das erste Kindergartenjahr dazukommen. Das war 2016, als die Hessische Landesregierung im letzten Sommer ihren Gesetzentwurf vorgestellt, wurde in Windeseile ein neuer Plan erarbeitet. Was die FDP, SPD kann, ist unseren Kindern und Kindeskindern weitere Schulden aufbürden, unter dem Vorwand, die Eltern heute zu entlasten. Solche Vorstöße kann man nur machen, wenn man in der Opposition ist. Wir aber regieren, und zwar solide, seriös und verantwortungsbewusst. Wir geben nur das Geld aus, das wir tatsächlich haben, und nicht das, was wir in irgendeinem Fantasietraum meinen, erhalten zu wollen. So etwas kann sich nur eine Opposition erlauben, meine Damen und Herren. Doch nicht nur Eltern und Kinder, sondern viele Kommunen profitieren von der Beitragsfreistellung. Alle Kommunen, die sich an der Beitragsfreistellung beteiligen, erhalten einen Pauschalbetrag. Dabei legen wir den Durchschnitt der Beiträge in hessischen Kindergärten zugrunde und erstatten den Kommunen monatlich 135,60 €. Diese Pauschale zahlen wir für jedes Kind in der Gemeinde, unabhängig davon, ob es einen Kindergarten besucht oder nicht. Ab 2020 werden wir diese Pauschale jährlich um 2 % erhöhen. Die Kommunen können sich nicht beklagen. Es stimmt, die Mittel der Beitragsfreistellung kommen zur Hälfte aus dem Kommunalen Finanzausgleich. Aber zur Wahrheit gehört auch, der Kommunale Finanzausgleich ist seit 2017 massiv gewachsen, und auch die Schlüsselzuweisungen an die Kommunen wachsen stetig. Von einer zusätzlichen Belastung kann hier an keiner Stelle die Rede sein. Durch die
erweiterte Beitragsfreistellung sinken in vielen Städten die Jugendhilfekosten, da sie die Beiträge für sozial schwache Familien nicht mehr kompensieren müssen, sondern dafür Landesmittel erhalten werden, gerade in Großstädten erhebliche Summen eingespart. Und die Kommune vor Ort entscheidet weiterhin alleine darüber, wie lange die Kinder in den Kitas betreut werden. Wenn die Kommune etwa eine Betreuungszeit von nur 4 oder 5 Stunden anbietet, weil nur dafür ein Bedarf vorhanden ist, behält sie trotzdem die volle Fördersumme von 6 Stunden. Und daneben unterstützen wir auch beim Ausbau der Betreuungsplätze. Ich weise noch einmal darauf hin, in den aktuellen Investitionsprogrammen stehen derzeit noch rund 80 Millionen € zur Verfügung, welche die Träger abrufen können. Und das Neue dabei ist, dass erstmals auch Investitionen in den Kindergarten genutzt werden können. Sie sehen, wir unterstützen die Kommunen hier aus Überzeugung und sehen uns auch als ihre Partner, weil es sich bei der Kinderbetreuung um eine immense gesellschaftliche Zukunftsaufgabe handelt. Wir sind aber trotz all dieser Hilfe kein Ersatz für die Familie. Die Familie steht für uns in dem Mittelpunkt. Sie entscheidet darüber, wo, wie und wie lange ihr Kind betreut wird. Und diese Entscheidung haben wir zu respektieren. Und wir bieten jeder Familie, egal wie sie sich entscheidet, die Unterstützung, die sie braucht. Wir stehen für Wahlfreiheit, meine Damen und Herren, nicht für Bevormundung. Und wir wollen gute, pragmatische Lösungen für Familien und keine Umsetzung von Ideologien. Für uns gilt, meine Damen und Herren, Beiträge runter, Qualität rauf. Im Interesse der Kinder zu handeln, heißt auch, die Qualität der Betreuung immer weiter zu erhöhen. Hierfür tun wir bereits viel. Mit dem Hessischen Bildungs- und Erziehungsplan, kurz BEP genannt, haben wir eine gute Grundlage geschaffen, auf der wir Kinder schon sehr früh an das Lernen, Forschen und Entdecken heranführen. Aber wir unterstützen auch bei der Entwicklung ihrer Kreativität und ihren sozialen und sprachlichen Kompetenzen. Wie gut der BEP funktioniert, habe ich kürzlich in einer Kita in Maintal gesehen, die zur besten Kita Deutschlands gekürt wurde. Die Kinder dort werden von einem sehr engagierten und professionellen Erzieherteam, das qualifikationsübergreifende Eigenschaften vorweisen kann, täglich ermuntert, die Welt selbst zu entdecken und sich selbst zu überlegen, mit welchen Themen sie sich beschäftigen wollen. So habe ich dort tolle Projekte gesehen, beispielsweise zu den Themen Veränderung oder der Frage, warum jedes Kind einzigartig ist. Und das Bemerkenswerte dabei ist, dass auch die Erzieherinnen und Erzieher dazulernen, weil sie diese Projekte gemeinsam mit den Kindern erarbeiten. Und deswegen unterstützen wir Kindertagesstätten, die nach den Grundsätzen des BEP arbeiten, bereits seit 2014 mit einer Qualitätspauschale, die wir sukzessive erhöhen. Wir werden sie bis zum Jahr 2020 verdreifacht haben und investieren hierfür zusätzliche 50 Millionen € in die Qualität. Ab 2020 jährlich bis 2020 insgesamt noch einmal 50 Millionen €. Dieses Geld können die Kindertagesstätten frei einsetzen und es beispielsweise für Fortbildung, Leitungsfreistellung, pädagogisches Material investieren. Und wir lassen Sie selbst darüber entscheiden, wo Sie Ihre Bedarfe sehen, und machen Ihnen so wenige Vorschriften wie möglich. Meine Damen und Herren, wir haben in den letzten Jahren erfolgreich, verlässlich, verantwortungsvoll und mit Familiensinn gehandelt. Doch wir werden uns auf diesen Erfolg nicht ausruhen. Wir möchten noch besser werden und noch mehr für Kinder und Familien tun und die Eltern noch stärker unterstützen. Ich habe eine genaue Vorstellung davon, wie wir dies in den nächsten Jahren angehen werden. Mit der 6-stündigen Beitragsfreistellung im Kindergarten haben wir ein großes Stück auf diesem Weg geschafft. Für mich ist das aber nicht das Ende der Fahnenstange. Ich möchte, dass wir das Angebot der Beitragsfreistellung erweitern, sobald es die Haushaltslage zulässt, und dann auf den ganzen Tag ausdehnen. Wir werden uns auch die U3-Betreuung anschauen und sehen, wie wir die Eltern in diesem Bereich entlasten können. Aber alles muss seriös und solide finanziert sein, meine Damen und Herren. Sukzessive wollen wir, und das ist ein ganz bedeutender Punkt, weitere Strukturverbesserungen in den Kindertagesstätteneinrichtungen erreichen. Besonders wichtig sind wir hierbei Erzieherinnen und Erzieher. Wir werden uns hier auf 3 Bereiche konzentrieren. Erstens, zusätzlich Auszubildende für den Erzieherberuf gewinnen. Zweitens, die Attraktivität der Ausbildung steigern.
und drittens Erzieherinnen und Erzieher möglichst lange in diesem Berufsfeld halten. Erfreulicherweise wählen bereits heute immer mehr Menschen in Hessen den Beruf der Erzieherin oder des Erziehers. Seit wir die Kampagne Große Zukunft mit kleinen Helden im Jahr 2010 gestartet haben, sind die Ausbildungszahlen kontinuierlich gestiegen, und zwar auf historische Höchststände. Insgesamt hat sich die Zahl derer, die in Hessen in der Ausbildung zur Erzieherin bzw. Erzieher sind, nahezu verdoppelt auf 8.400 im Schuljahr 2017/18. Da aber immer mehr Familien, Eltern, Familie und Beruf vereinbaren wollen, kann der Anstieg der Ausbildungszahlen mit dem immer weiter ansteigenden Bedarf an Betreuung und Mehrbedarf an Erzieherinnen und Erzieher nicht Schritt halten. Das heißt, wir müssen und werden noch mehr tun, um Menschen für den Beruf zu begeistern. Deshalb werden wir unsere Bedarfserhebung im Herbst aktualisieren, um weiter zielgerichtet handeln zu können. Wir nutzen Schulpraktika, damit Schülerinnen und Schüler den Beruf schon früh kennenlernen können. Wir werden auch die Möglichkeit von sozialen Freiwilligendiensten, die ich für äußerst sinnvoll erachte und für die ich an dieser Stelle ganz ausdrücklich werben möchte, junge Menschen für die Tätigkeit im Bereich der Kinderbetreuung begeistern. Wir werden die Kommunen bei der Rekrutierung von Erzieherinnen und Erziehern unterstützen. Dazu werden wir analog wie beim Kompetenzzentrum Allgemeinmedizin mit dem Berufsbild schon bei jungen Menschen werben. Wir werden junge Menschen über den Beruf des Erziehers oder der Erzieherin und die verschiedenen Ausbildungsmöglichkeiten gut und frühzeitig informieren. Dazu gehören neben der klassischen Ausbildung an einer Fachschule die Möglichkeit einer praxisintegrierten Ausbildung mit Vergütung und diverse Studiengänge. Und wir werden auch überlegen, wie wir die Ausbildungswege weiterentwickeln können. Wir werden in diesem Herbst gemeinsam mit der Bundesagentur für Arbeit und dem Kultusministerium Informationsveranstaltungen für Berufsberater durchführen, damit diese alle Informationen gezielt an interessierte junge Menschen weitergeben können. Und wir werden uns anschauen, wo die Ausbildung modifiziert und reformiert werden kann, um sie attraktiver oder noch attraktiver zu gestalten. Im Zuge dessen müssen wir auch mehr für die Wertschätzung diesem Berufsbild gegenüber werben. Und dazu gehört natürlich auch die Frage des Verdienstes. Wir unterstützen auch Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger. Mit den Erfahrungen, die sie mitbringen, sind sie als pädagogische Fachkräfte eine wertvolle Bereicherung für die Erzieherteams. Und wir werden die Fachkräfte in den Kitas besonders in den Blick nehmen. Nur so schaffen wir es, auch die Qualität zu halten und weiter auszubauen. Ich möchte daher das Team und den Teamgedanken in den Kindergärten weiter fördern. Wir wollen mit den Praktikerinnen und Praktikern in den Dialog treten, um zu erfahren, welche Qualifikationen sie in ihren Teams wollen. Auch werden wir über die bereits vorhandenen Angebote im Rahmen des BEP-Qualifizierungsprogramms die Möglichkeit von Teamfortbildungen, Supervision und Coachings nutzen, damit Erzieherinnen und Erzieher sich ihrer wichtigen Aufgabe gewachsen fühlen und gut zusammenarbeiten. Das ist ein ganzes Bündel von Maßnahmen, mit dem wir den wachsenden Bedarf an Fachkräften decken wollen. Diese werden wir mit den Akteuren aus der Praxis weiter intensiv diskutieren. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich sonst kurz noch auf zwei Aspekte eingehen. Ein paar Worte zum sogenannten Gute-Kita-Gesetz, das die Bundesregierung auf den Weg bringen möchte. Das, was ich befürchtet habe, ist eingetreten. Das Gesetz ist nicht nachhaltig finanziert, und es gibt Qualitätsstandards bundesweit vor. Ich sage aber auch sehr deutlich, wenn uns vom Bund Geld bedingungslos zur Verfügung gestellt wird und wir weiterhin selbst über Qualitätsstandards in unseren Kitas entscheiden können, dann bin ich gerne bereit, auch eine Vereinbarung mit dem Bund zu unterzeichnen und das Geld anzunehmen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, auch das Thema Digitalisierung macht vor unseren Kitas nicht Halt. Und auch hier werden wir unserer Verantwortung gerecht. Gerade kürzlich habe ich mit der Hessischen Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien eine Rahmenvereinbarung unterzeichnet, um die Medienkompetenz in der frühen Bildung zu fördern. Wir wollen Kinder dabei unterstützen, Medien selbstbestimmt, reflektiert, kreativ und verantwortungsvoll zu nutzen und sie selbst zu gestalten, statt sie nur zu konsumieren. Ich möchte aber auch, dass Erzieherinnen und Erzieher und Eltern von den Möglichkeiten der Digitalisierung profitieren. Das kann z. B. durch eine App geschehen. Über die Termine und Informationen über aktuelle Geschehnisse im Kindergarten, mögliche Infektionskrankheiten bis hin zur Erinnerung an den Sonnenschutz aus der Kita ganz einfach und unkompliziert an die Eltern vermittelt werden können.
Wie schnell ist der Zettel mit den Schließtagen oder der Ankündigung von Ausflügen oder Elternabenden verlegt? Hier kann eine mobile Anwendung den Alltag sehr erleichtern, meine Damen und Herren. Und auch das Anmeldeverfahren für Kitas können wir durch den Einsatz digitaler Anwendungen einfacher gestalten und parallele Anmeldungen bei verschiedenen Kitas, die für Eltern und Kitapersonal mit viel Aufwand verbunden sind, überflüssig werden lassen. Einige Kommunen arbeiten bereits mit solchen Anwendungen. Gute Beispiele werden wir in die Breite tragen und unterstützen, damit alle Eltern davon profitieren. Meine Damen und Herren, Sie sehen, wir sind im Bereich der Kinderbetreuung in Hessen sehr gut aufgestellt und arbeiten stets an der Weiterentwicklung. Wir sind froh, dass wir den hessischen Familien durch die Beitragsfreistellung im Kindergarten massiv entlasten können. Familien sind uns wichtig, und in Hessen sind sie gut aufgehoben. Die Menschen in unserem Land wissen das zu schätzen, und ganz besonders freut mich, dass das auch für die Kinder gilt. Das letzte Kinderbarometer hat ganz klar gezeigt, dass sich die meisten Kinder in Hessen und in ihren Familien wohlfühlen und selbst Kinder haben möchten. Ich gehe davon aus, dass auch das aktuell ausstehende Kinderbarometer dieses Bild bestätigen und sogar noch weiter verbessern wird. Deswegen gilt bei uns, Beiträge runter, Qualität rauf. Wir investieren in die Kinderbetreuung wie noch nie und sichern damit die Zukunft unseres Landes. Vielen Dank. Nächste Wortmeldung, Herr Abg. Merz für die SPD-Fraktion. Bitte schön. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich muss sagen, ich frage mich jetzt, ob es nicht doch besser gewesen wäre, den Kultusminister die allfällige Regierungserklärung zum Schuljahresbeginn halten zu lassen. Das war ja für mich der einzig erkennbare Grund, warum Sie heute hier eine Regierungserklärung abgegeben haben, weil das noch peinlicher geworden wäre. Aber nun gut. Ich muss, Herr Minister, ich muss sagen, das war eine sehr, sehr seltsame Regierungserklärung. Das war eine sehr, sehr seltsame Regierungserklärung, die in zwei Teile zerfiel. Sie haben im ersten Teil, dem längeren, eher kleinlaut und defensiv, das haben Sie durch eine schneidige Tonart versucht zu übertünchen, kleinlaut und defensiv eine Politik verteidigt, gegen die ganz offensichtlich, und das haben Sie auch gemerkt, deswegen haben Sie ja sehr viel Zeit darauf verwendet, sich mit der Kritik auseinanderzusetzen, gegen die zu Recht immer mehr Kritik im Lande laut wird. Ich werde dazu nachher noch mehr sagen. Sie haben dann im letzten Teil, wie ich fand, das muss ich wirklich sagen, Herr Minister, weil ich von Ihnen wirklich mehr erwarte, konfus und belanglos über zukünftige Herausforderungen der Kindergartenpolitik reden. Konfus und belangloses Zeug reden. Was Sie hier, ganz im Ernst, Herr Minister, was Sie hier gesagt haben, ganz zum Schluss, über die Bedeutung der Digitalisierung für die Kindertagesstätten, das war ja jetzt einmal ein origineller Gedanke. Aber Sie sind nicht über WhatsApp-Gruppen für Eltern hinausgekommen, die es schon gibt. Das war Ihre Antwort zum Thema Digitalisierung und Kindergarten. WhatsApp-Gruppen, das hat sogar meine Tochter, also ich nicht. Ja, aber und zweitens, Sie haben relativ viel gesprochen über die Sicherung des Fachkräftebedarfs. Das ist nun in der Tat ein großes Thema, und wir haben hier auch schon viel darüber gesprochen. Sie haben aufgezählt, ich glaube, 5 oder 6 Werbemaßnahmen. Sie haben schamhaft in einem Nebensatz versteckt die Frage des Einkommens der Kolleginnen und Kollegen in den Einrichtungen, von denen jeder war. Und von dieser Frage weiß jeder, dass Sie die zentrale Frage, der zentrale Schlüssel für eine Antwort darauf ist, ob es uns gelingt, den Fachkräftebedarf in der Zukunft nachhaltig zu denken. Dazu haben Sie gerade einen einzigen Satz gesagt. Drittens. Sie haben zur Frage der Ausbildung im Grunde nur gesagt, dass man sich das noch einmal angucken muss. Ich hätte schon, ja, ja,
so viel ist klar. Ja, natürlich, angucken muss man sich immer was. Ich hätte schon erwartet, dass Sie mal ein Wort zu der Position Ihres Ministerpräsidenten sagen, der vor kurzem gesagt hat, man müsse das verkürzen. Und es sei ja nicht einzusehen, warum die Ausbildung für Erzieherinnen 5 Jahre dauert und die für Lehrer 3. Herr Ministerpräsident, Sie hatten vergessen, dass da noch ein Referendariat hinten dran hängt, also dass die Lehrerausbildung auch mindestens 4,5 Jahre dauert. Aber wer will sich mit solchen Kleinigkeiten aufhalten, wenn wir das alte Vorurteil in die Lande treiben wollen, dass die Erzieherinnen im Grunde viel zu lange ausgebildet werden? Wie Sie, Herr Minister, sich dazu stellen, und bei gleichzeitiger Wahrung der bisher geltenden Qualitätsstandards. Dazu hätte man in diesem Kontext im Rahmen einer Regierungserklärung mal ein Wort sagen können. Sie haben keinen Satz gesagt. Keinen Satz gesagt zur Nachmittagsbetreuung von Schulkindern. Eine der drängendsten Fragen im Bereich der Betreuung und eine Frage, die man nicht einfach nur den Schulen überlassen kann, der Kultusminister ist jetzt vorsichtshalber gegangen, sondern vor dem Hintergrund des in der Großen Koalition in Berlin verabredeten Rechtsanspruchs auf eine Ganztagsbetreuung, die im SGB VIII stehen wird. In welchem denn auch sonst im SGB VIII stehen wird, wäre auch dazu hier einmal ein Wort, wenn man schon eine Regierungserklärung auch über zukünftige Fragen abgibt, ein Wort angebracht gewesen. Und dann lassen Sie mich noch einen Punkt sagen zu der Frage des Gute-Kita-Gesetzes. Also, ich habe gehört, ich hatte es auch vorher gelesen, und ich muss sagen, ich habe wirklich gelacht, herzlich gelacht, dass Sie sagen, wenn der Bund mir Geld gibt, ohne irgendeine Zweckbindung, dann nehme ich es. Nichts anderes hätten wir erwartet. Aber das sagt ein Vertreter der Landesregierung, die die Kommunen in Sachen Schutzschirm und in Sachen Hessenkasse mit Auflagen gegängelt hat, bis zum Anschlag, bis ins Gefrierfach hinein. Das sagt ein Vertreter der Landesregierung. Der Landesregierung. So, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, dieses war die Regierungserklärung eines Ministers, der vor 2 Jahren und noch vor einem Jahr selber nicht geglaubt hat, was er hier gerade sagt. Es war die Rede eines Ministers, dem, nachdem er offensichtlich überrumpelt worden war, ich nehme an vom Ministerpräsidenten, den seine eigenen Versprechungen an der Stelle eingeholt hatten, der in jener denkwürdigen Sondersitzung des sozialpolitischen und des haushaltspolitischen Ausschusses vor lauter Verlegenheit gar nicht wusste, wo er hingucken soll, weil er die ganzen Fragen, die wir gestellt haben, nicht beantworten konnte und zum Teil bis heute nicht beantwortet hat. Es war die Regierungserklärung eines Ministers, meine Damen und Herren, dem anzusehen war und anzusehen ist, dass es ihm im Grunde peinlich ist, dass ein solches Durcheinander und einen solchen Murks produziert zu haben, wie er ihn produziert hat, und der zu dem nicht steht, was er damals noch gesagt hat. Ich lese Ihnen gerne vor, was dieser Minister noch vor 2 Jahren im Grundsatz zu der Frage Gebührenentlastung für Eltern gesagt hat. Er hat unter anderem gesagt, aber ich habe kein Verständnis dafür, warum das gut verdienende Ehepaar, das eine Sorge dafür trägt, dass auch Einkommensteuer bezahlt wird und vieles andere mehr, nicht auch einen Beitrag für die Kinderbetreuung aufzubringen hat. Dafür habe ich kein Verständnis, aber die entlasten Sie. Zuruf von der CDU, so ist es, war wahrscheinlich der Kollege Pentz. Und dann haben Sie weiter gesagt, Herr Minister, Sie wollen die Grenzfälle erreichen, indem Sie pauschal alles über einen Kamm scheren. Das ist keine zielgerichtete Sozialpolitik. So machen wir keine Sozialpolitik und auch keine Kinderbetreuungspolitik. Doch, die machen Sie jetzt unter dem Druck dessen, dass wir Sie in dieser Frage vor uns hergetrieben haben und dass wir im letzten Jahr, wie ich nicht müde werde zu betonen, deutlich vor Ihnen einen klaren Vorschlag gemacht haben, wie man das richtig macht. Und dazu werde ich zum Schluss kommen, wie man das richtig macht. So viel also dazu. Jetzt wollen wir einmal zu den 3 Bestandteilen Ihrer Regierungserklärung kommen. Erstens heißt es Beiträge runter. Richtig ist, die Beiträge, und das haben wir nie bestritten, und das haben wir gesagt, das ist ein Schritt in die richtige Richtung, ich wiederhole das. Richtig ist, die Beiträge für 6 Stunden Betreuung für die 3- bis 6-jährigen Kinder wird auf 0 gesetzt. Das ist unstreitig eine Entlastung von Familieneinkommen. Richtig ist aber auch, meine Damen und Herren und lieber Herr Minister, dass 125.701 Kinder, das ist der Stand von 3 vom März 2017, die letzte verfügbare Zahl,
24.701 Kinder zwischen 3 und 6, deren Betreuungszeit mehr als 40 Stunden beträgt, von dieser Gebührenbefreiung. Sie haben ja alle da gemacht, 1, 2, 3, Kita gebührenfrei, kann keine Rede von sein, jedenfalls nicht für 125.000 Kinder mit einer Betreuungszeit von über 40 Stunden. Darunter sind übrigens 89.000 Kinder, die eine Betreuungszeit von über 45 Stunden haben. Und ich komme Ihnen nachher mit ein paar Beispielen, wo Sie mal sehen, was das dann kostet. Zweitens. Ausgenommen sind auch 44.984 Kinder, die im Moment, jedenfalls 2017, wieder die letzte verfügbare Zahl, U3 betreut werden. 44.984. Ausgenommen sind 10.500 Kinder, die in Tagespflege betreut werden. Summa summarum fast 200.000 Kinder in diesem Land, die von der Gebührenbefreiung 1, 2, 3, Kita gebührenfrei, ganz oder teilweise ausgenommen sind. Es kann keine Rede davon sein, dass in diesem Land eine umfassende Gebührenbefreiung für Kinder und ihre Eltern stattgefunden hätte. Zweiter Punkt. Wer bezahlt? Die Eltern und die Kinder und die Kommunen bezahlen. Das ist die Wahrheit. Die Eltern bezahlen, und das haben Sie ja selber zugegeben, dass das in, Sie haben gesagt, in wenigen Gemeinden, und Sie haben die Schuld, wie das immer Ihre Art ist, auf die Kommunen dann abgeschoben, jeweils die Art der Koalition. Wenn es gerade mal passt, dann schiebt man die Verantwortung ab. Die Eltern zahlen durch steigende Beiträge für Zeiten jenseits der 6 Stunden und für U3. Und, Herr Minister, das haben Sie gewusst, dass das so sein würde. Wir haben es Ihnen gesagt, und Sie haben es gewusst, sonst hätten Sie nicht eine Vorschrift ins Gesetz eingebaut, die versucht, das einzudämmen. Nur, dass diese Vorschrift dadurch unterlaufen wird, dass die Kommunen, und zwar aus Notwehr, Herr Minister, aus Notwehr, bereits im Frühsommer dieses Jahres ihre Beiträge, insbesondere für den Ganztagsbereich, teilweise dramatisch angehoben haben, mit Wirkung zum 1.8., um genau diese gesetzliche Vorschrift zu umgehen, mal abgesehen von dem ganzen Tohuwabohu, der genau in dieser Frage übrigens überall geherrscht hat und nach wie vor noch herrscht. Das heißt, dass man jetzt an vielen Stellen deutlich mehr für den Ganztag bezahlt, als das vorher der Fall war. Das ist ganz unabhängig von der parteipolitischen Zusammensetzung der jeweiligen Kommune, von der Frage, wer den Bürgermeister stellt und wer die Mehrheit in der jeweiligen Gemeindevertretung oder der jeweiligen Stadtverordnetenversammlung. Beispiel Mühltal. Neue Satzung mit Wirkung vom 1. August 2017, beschlossen am 17. Juli, für 5,5 Stunden wird da festgesetzt, 198 €. Vorher waren es 132,5 €. Für die 7. und 8. Stunde sind damit 54 € fällig. Und wer 909,5 Stunden will, zahlt jetzt 108 statt vorher 132,5. Stockstadt, im Grunde dasselbe. Halbtagsbetreuung jetzt 154, vorher 96. Das fehlt hier die Zahl. Dann nehmen wir Usingen, besonders schönes Beispiel. 6 Stunden. Für die 7. Stunde muss 42,89 € gezahlt werden, für 9 Stunden 95,92 und so weiter und so fort. Und es gibt zahllose Beispiele derselben Richtung. Und womit hat das etwas zu tun? Ich könnte Ihnen jetzt noch viele Beispiele auch sagen, Herr Minister und meine Damen und Herren, was die U3-Kosten angeht. Vielleicht nur ein paar Beispiele. Anhebung um 24% in Bürstadt, noch einmal 24% für den Ganztagsbereich, in Dietzenbach 15% für den Ganztagsbereich 24%, in Östrich-Winkel für den Halbtag 21%, für den Ganztag auch 21%, in Dillenburg für den Halbtag 34% und für den Ganztag 30%. Das ist die Realität in vielen Kommunen, Herr Minister. Und warum ist das so? Das ist deshalb so, weil erstens der Bereich der Kindertagesstätten insgesamt unterfinanziert ist und weil zweitens erkennbar, und auch darauf sind Sie hingewiesen worden, nicht nur von uns, sondern auch in der Anhörung, die 135,6 Euro, die Sie als Entlastung bezahlen, in vielen Kommunen eben von vornherein erkennbar den Einnahmeausfall nicht decken konnte.
und weil deswegen den Kommunen gar nichts anderes übrig blieb, wenn sie nicht auf Einnahmeausfällen von teilweise mehreren hunderttausend Euro sitzen bleiben wollten, als sie auf diese Art und Weise zu kompensieren, weil sie beispielsweise unter dem Druck der Schutzschirmvereinbarung oder anderer unerfreulicher Entwicklungen in ihrer Finanzsituation schon die Grundsteuer B ein- oder zweimal angehoben hätten und das die einzige Chance gewesen wäre, die ihnen noch übrig blieb. Also hier aus dieser Situation, die Sie mit angerichtet haben, unter anderem durch die unzureichende Erstattungspauschale, das jetzt den Kommunen vorzuwerfen, Herr Minister, das ist billig. Das will ich Ihnen gerade einmal an dieser Stelle sagen. Das ist billig. Und der Effekt ist, meine Damen und Herren, der Effekt ist, dass unter dem Strich die Lebensverhältnisse im Lande immer weiter auseinanderdriften werden, weil wir jetzt einige Kommunen mehr haben, denen es dadurch besser geht, denen es gelungen ist, das mitzunehmen, weil es bei ihnen immer schon niedrige Kita-Beiträge gab beispielsweise, oder eine ausgebaute Einkommensstaffelung bei den Gebühren, wie in meiner Heimatstadt. Ich werde nicht müde, das zu erzählen, weil es da gut geregelt ist, das mitzunehmen und vollständige Gebührenfreiheit zu ermöglichen. Aber es gibt eben, wie ich dargelegt habe, eine ganze Menge anderer Kommunen, in denen die Gebühren jedenfalls in den nicht freigestellten Teilen steigen. Steigen, das ist die Wahrheit. Zweiter Punkt, Qualität rauf, sagen Sie. Das geht schnell, weil Sie da im Grunde fast blank sind. Das ist in der Anhörung so überdeutlich geworden wie irgendwas. Ich kann mich an gar keinen erinnern von den Anzuhörenden zu den beiden Gesetzentwürfen, der gesagt hätte, sie täten irgendetwas Nennenswertes für die Qualität. Herr Minister, die 50 Millionen, die Sie ab, ich weiß, Sie müssen mir einfach zuhören, Herr Boddenberg, und mich fertig reden lassen, dann komme ich schon dahin. Die 50 Millionen, die Sie ab 2020 zusätzlich zur Verfügung stellen werden, ins Verhältnis gesetzt zu gegenwärtig Kosten von 2,3 Milliarden € für die Kinderbetreuung in Hessen. Da muss man schon lange rechnen, dass man das noch in Prozent ausdrücken kann, Herr Boddenberg. Man kann es noch, es stimmt schon noch. Ja, ich weiß, dass es zusätzlich ist, aber wir haben jetzt schon, und das ist in dem Evaluationsbericht zum KiföG ebenso deutlich geworden wie in den Anhörungen zu unseren beiden Gesetzentwürfen, wie in der letzte Woche stattgehabten Anhörung zum Gesetzentwurf der FDP, wo die Leute, die etwas von Finanzierung von Kita verstehen, sagen, das Geld müssen wir natürlich nehmen, um die vorhandenen Aufgaben zu finanzieren, weil der Bereich, ich habe es schon mehrmals gesagt und ich habe es heute auch schon mehrmals gesagt, unterfinanziert ist. Und deswegen wird damit all das, was Sie an Zielen damit verbunden haben, mit diesen 50 Millionen nicht erreicht werden, sondern es wird allenfalls die Unterfinanzierung ein wenig lindern. Und damit bin ich beim dritten Punkt, Hessen investiert. Und bei meiner Lieblingsjahreszahl 1999, ich habe ja gewusst, dass Sie das auch sagen, und bei Ihnen, bei Herrn Boddenberg, bei Ihrer Frage hätte ich meine Uhr verwettet, dass Sie auch im Laufe Ihres langen Anlaufs dahin kommen. Wollen wir einmal Folgendes festhalten. Von 1991 bis 1999 gab es in diesem Land eine rot-grüne Regierung. Und wer war für den Bereich Jugend, Familie und Gesundheit zuständig? Ich sage es Ihnen, das war die Frau Blaul, das war die Frau Nimsch und die Frau Hinz, die heute noch hier der Landesregierung, wenn auch in anderer Funktion und in einer anderen Farbenzusammensetzung, angehört. Also samt und sonders grüne Ministerinnen, weil Sie ja immer sagen, es war zu Ihrer Regierung, ich will mich nicht aus der Verantwortung stellen, ich will nur darauf hinweisen, dass wir hier durchaus geteilte Verantwortung hatten. Zweite Frage, Herr Kollege Boddenberg, ich weiß nicht, ob Sie damals schon dabei waren. Können Sie sich erinnern, was zum Haushalt, zum Doppelhaushalt 1998/99 die CDU, dann sage ich es Ihnen, was die CDU damals für Haushaltsanträge gestellt hat, zu diesem Bereich oder zu irgendeinem anderen? Gar keine. Gar keine. Weder zu diesem noch zu einem anderen Teil des Haushalts haben Sie auch nur einen FIB-Antrag gestellt. Was Sie allerdings getan haben, Herr Boddenberg, respektive Ihre Vorgänger, war im Jahr 2000 die Verstärkungsmittel für den kommunalen Finanzausgleich in Höhe von 100 Millionen D-Mark zu streichen. Die müsste man füglich, Herr Minister, zu den 65 Millionen, von denen Sie immer reden, hinzu, nach meiner Rechnung sind es übrigens 90,
hinzufügen, was ergäbe sich dann für ein Bild? Es ergäbe sich das Bild, dass die Finanzierung der frühkindlichen Bildung damals bei angesichts von Kosten von 735 Millionen € landesweit etwa prozentual auf demselben Stand war wie heute auch, nämlich bei unter 20%. Ja, so ist die Lage. Ja, so ist es. Unter 20%, nur mit dem entscheidenden Unterschied, dass natürlich heute die Differenz zwischen der Finanzierung durch das Land und den tatsächlichen Kosten bei 1,6 Milliarden € liegt, und damals waren es 600. Schön war das damals auch nicht, und Sie werden mich nicht auf der Seite derer erlebt haben, die das verteidigt haben, die das für ausreichend gehalten haben. Aber wenn man es so betrachtet, wäre ich, Herr Kollege Boddenberg und Herr Minister, ein wenig kleinlauter, was das angeht. So. Und Sie haben die Zahl doch auch überhaupt nur erreicht, Herr Minister, weil Ihnen der Bund übrigens ohne Zweckbindung 60 Millionen € für die U3-Betreuung im Wege von Umsatzsteueranteilen zwischen die Rippen geworfen hat. Da hat es auch keine Verabredung gegeben. Und wir haben sehr viel Mühe, darauf nachzuvollziehen, wie das Geld überhaupt in die Kinderbetreuung gekommen ist. Ich nehme jetzt einmal zu Ihren Gunsten an, dass das der Fall ist. Sie haben dieses Ziel 20% nur erreicht, weil Sie sich die 65 Millionen € für die Entlastung beim dritten Kindergartenjahr zurechnen. Sie haben sie nur erreicht, weil Sie sich vom Staatsgerichtshof haben verurteilen lassen, 110 Millionen € für die Mehrkosten aus der Mindestverordnung zu erreichen. Sonst säßen Sie ziemlich belämmert da auf einer Zahl, die wahrscheinlich nur 10% des gesamten Budgets erreichen würde. Was bedeutet das alles zusammengenommen, meine Damen und Herren? Erstens. Wir brauchen einen Gesamtansatz für die frühkindliche Bildung, und er muss bestehen aus drei mutigen Schritten. Erstens. Wir brauchen eine vollständige Entlastung der Eltern von Kita-Gebühren. Wir haben einen Vorschlag gemacht. Wir wollen das in zwei Stufen machen. Man braucht zweitens endlich eine Initiative, die ernst macht damit, dass wir wenigstens in die Nähe von europäischen Personalstandards in unseren Kindertagesstätten kommen, als Voraussetzung für die Verbesserung der Qualität. Dazu haben wir drei Vorschläge gemacht. Und wir müssen endlich dahin kommen, dass aus den Sonntagsreden von der gesamtgesellschaftlichen Aufgabe frühkindliche Bildung, dass der auch eine gesamtstaatliche, faire, nachhaltige, zukunftssichere, mit den Bedarfen wachsende Finanzierung folgt. Auch dazu haben wir einen Vorschlag vorgelegt. Wir sind dazu bereit. Die vierte Lesung unseres Gesetzentwurfs findet am 28. Oktober statt. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Meine sehr geehrten Damen und Herren, nächste Wortmeldung, Herr Abg. Bocklet für die Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir reden heute über die hessische Politik für Kindergärten, die Kinderbetreuungspolitik, und wir möchten beginnen mit den Fakten. Mein Eindruck war, ich weiß nicht, wie es Ihnen ging, meine Damen und Herren hier im Saal, wenn man noch eine Viertelstunde mehr Redezeit dem Kollegen Merz eingeräumt hätte, hätte er uns wahrscheinlich vorrechnen können, dass die Erde eine Scheibe ist, so je länger man ihm zuhörte. Ich kann das nicht ganz verstehen, was er meint. Wir wollen uns deshalb an den Zahlen und an den Fakten orientieren. Wir wollen uns mal an den Fakten orientieren. Wir geben ab sofort 310 Millionen € jährlich aus für die Beitragsfreistellung für Kindergärten, 50 Millionen € mehr für bessere Qualität im Jahr ab 2020 und 86 Millionen € mehr für den Ausbau von Kinderbetreuungsplätzen. Das sind die Fakten, und das sind gute Fakten für Eltern und für Kinder und Erzieherinnen und Eltern in diesem Land, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir wollen, dass Eltern, die das wollen, einen Betreuungsplatz finden, und zwar so, wie es ihren Bedarfen entspricht. Wir brauchen deshalb auch einen Ausbau von Ganztagsbetreuung. Wir brauchen vor allem einen verstärkten Ausbau von Grundschulkindernbetreuung. Auch daran arbeiten wir intensiv.
und wir haben auch die Mittel dort und die Stellen dafür zur Verfügung gestellt. Der zweite Schritt ist, dass uns immer wieder auch durch die Evaluation des KiföG klar wurde, wir wollen die Qualität in der Kinderbetreuung verbessern und die Verdreifachung der Mittel dort für. Sich darüber lächerlich zu machen, Herr Merz, das kann nur jemand machen aus der SPD, aus der Oppositionsfraktion, dem jegliches Verhältnis zu Geld abhanden gekommen ist. Das ist viel Geld, und die Kitas werden es zu schätzen wissen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich frage mich, wenn man am Ende des Tages 440 Millionen € jährlich mehr ausgibt. Im Doppelhaushalt haben wir, der Minister hat es gesagt, über 1,5 Milliarden € mehr an die Kommunen gibt zur Unterstützung für die Kindergartenbetreuungspolitik. Wie kommt man auf die These, dass diese Landesregierung die Kommunen alleine lässt? Das ist absurd, das ist völlig unlogisch. Wir statten die Kommunen mit so viel Geld mehr aus in der gesamtgesellschaftlichen Aufgabe, die es gibt, dass Kinderbetreuung gemeinsam finanziert werden muss, obwohl es eine originäre Aufgabe der Kommunalpolitik ist. Unterstützt das Land mittlerweile in dem Doppelhaushalt mit 1,5 Milliarden €. Ich kann Ihre These nirgends gestützt sehen, dass wir die Kommunen dabei alleine stehen lassen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und die Rückmeldungen bei uns sind ähnlich, wie der Herr Minister sie vorgetragen hat. Die ersten Rückmeldungen waren klare, frohe Botschaften. Man ist froh über die Entlastung. Einige Kommunen werden sogar die Kindergärtenbeiträge komplett freistellen. Und natürlich gibt es auch Kritik von einigen wenigen von Eltern aus einigen wenigen Kommunen, die diese Entlastung zum Anlass nehmen, um exorbitante Erhöhungen an anderer Stelle zu machen. Aber deshalb der Landesregierung den schwarzen Peter zuzuschieben, ihn als Sündenbock zu benutzen für das, was vorher in den Gemeinden passiert ist, das halten wir für unzulässig und das ist eine unsaubere Methode und entspricht auch nicht den Rahmenbedingungen, die wir Ihnen zur Verfügung gestellt haben. Die Herausforderungen sind klar, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir wissen, dass Eltern nicht nur ihre Kinder betreut haben wollen mit Spielen, sondern sie wollen den Beginn einer frühkindlichen Bildung. Dafür haben wir den Bildungs- und Erziehungsplan gemeinsam in diesem Haus beschlossen. Die Umsetzung des Bildungs- und Erziehungsplans bedeutet, dass wir viele Erzieherinnen und Erzieher brauchen, dass wir sie gut brauchen. Wir werden auch viel Geld investieren in die Fortbildung. Wir werden auch darüber zu reden haben als Daueraufgabe für die nächsten Jahre, wie wir mit dem Betreuungsschlüssel, mit Gruppengrößen umzugehen haben. Es ist nicht so, dass wir nicht noch weitere Baustellen haben. Wir werden daran konsequent weiterarbeiten. Kinderbetreuungspolitik endet heute nicht mit diesem Doppelhaushalt und mit der Beitragsbefreiung. Sie wird weitergehen müssen, und in den Zielen ist das nicht strittig. Wir wollen mehr Betreuungsplätze, qualitativ hochwertige Betreuungsplätze, und wir wollen sie günstig und erschwinglich haben. Das ist die Position der Hessischen Landesregierung zu Kinderbetreuung, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ich glaube, das ist eine gigantische finanzielle Leistung, die das Land hier vollbringt. Und ich finde, die Kritik von Herrn Merz und seiner SPD, die hier vorgetragen wird, bedarf es doch noch einmal, dass man sich noch einmal ihre annimmt. Und ich zitiere gerne die Drucksache 19/3067. Er unterstellt ja der Landesregierung, dass diese 6 Stunden zu wenig sind, dass die 136 € zu wenig sind. Und ich darf daraus zitieren aus Ihrem eigenen Gesetzentwurf aus dem Jahre 2016, der im Dezember 2016, also noch vor gut 2 Jahren, selbst hier diskutiert wurde. Dort hat die SPD einen Gesetzentwurf eingebracht, die lediglich das zweite Kindergartenjahr beitragsfrei stellen sollte, lediglich 5 Stunden anstatt 6 und lediglich 100 € ausgezahlt hätte statt 136. Was blamieren Sie sich eigentlich heute, wenn Sie unser Gesetz kritisieren? Das fällt doch alles Ihnen zurück auf die Füße. Sie haben doch einen viel schlechteren Gesetzentwurf vor 2 Jahren hier vorgestellt, und jetzt kritisieren Sie den von uns deutlich verbesserten Entwurf als Murks. Was haben Sie denn dann selbst damals eigentlich gemacht, Herr Merz? Jetzt wird es möglich, von dem ersten, zweiten und dritten Kindergartenjahr die Eltern deutlich zu entlasten, mindestens 136 €. Ich habe schon gesagt, uns fehlt das Verständnis dafür, wenn Kommunen das nutzen, um bei U3, zu dem überhaupt keinerlei Beschlusslage gibt, die Beiträge deutlich anzuheben. Wir haben auch es gedeckelt von Anfang an, ja, weil es natürlich die Sorge gab, dass Bürgermeister das nutzen werden, musste man das deckeln. Ich verstehe deswegen gar nicht Ihr Argument.
Es wird nicht möglich sein, exorbitant anzuheben, und wir werden die Aufsichtsbehörden darauf hinweisen, wenn es in Kommunen zu überdeutlichen Steigerungen kommen wird. Da wird die Aufsichtsbehörden dann die Beitragssatzung zu prüfen haben. Das ist nämlich sehr klar geregelt. Der Minister hat das in seiner letzten Sitzung hier auch bei der Einbringung des Gesetzes klar vorgerechnet, wie das zu funktionieren hat. Diese Zahlen, die uns teilweise erreichen, werden einer Überprüfung vermutlich da nicht standhalten. Und dann werden sie auch zu korrigieren sein von der jeweiligen Kommune. Wir haben also den Dreiklang hessischer Kindergartenbetreuungspolitik, Ausbau, mehr Qualität und Beitragsfreiheit einen weiteren Schub verabreicht. Ich glaube, viele Eltern werden das sehr schnell spüren. Ich glaube, auch viele Kommunen werden in den weiteren Ausbau investieren. Ich glaube, wir werden auch die Kommunen an ihrer Verantwortung daran erinnern können, dass es nicht weitergeht, dass sie exorbitante weitere Beiträge erheben werden. Ich bin mir sicher, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass wir, nachdem wir auch weiter in den nächsten Schritten, in den nächsten Haushalten weiter daran arbeiten werden, dass die Qualität in den Kindergärten besser wird, dass diese Politik in Hessen dotiert wird von Ihnen und das, was Sie momentan gerade machen, Sie nennen das, das herrscht Chaos. Ich glaube, Sie tragen aktiv dazu bei, dass dieses Chaos überhaupt erst herbeigeführt wird. Die Regeln sind klar. Jede Kommune bekommt für 100% aller Betreuten, für alle Kinder, die dort leben, 136 €. Ich weiß gar nicht, was es da als Chaos zu bezeichnen gibt. Das ist klar nachrechenbar. Und die meisten von den Kommunen profitieren auch davon. So. Ich glaube, wir können deshalb sagen, was wir in Hessen wollen. Die Position ist noch einmal klar und einfach beschrieben. Wir wollen, dass jede Mutter und jeder Vater einen Betreuungsplatz findet in den Zeiten, die sie brauchen. Wir wollen, dass jede Mutter und jeder Vater einen Betreuungsplatz findet, der von guter Qualität ist. Und wir wollen, dass er bezahlbar ist. Wir haben dort wesentliche und gute Schritte in die Wege geleitet. Wir haben die Mittel zu Beginn der Legislaturperiode noch etwa auf 400 Millionen € jährlich waren, auf über 800 Millionen € verdoppelt. Im Doppelhaushalt stehen 1,5 Milliarden € zur Verfügung. Das alles sind klare Signale, dass wir handeln, dass wir die Zeichen der Zeit erkannt haben, dass wir die Qualität und den Ausbau verbessern wollen. Ich danke Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren.